Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier zum Part 2 von Draft to Glory, dem ältesten Draft. Und wir haben hier auch schon unseren ersten Gegner gefunden. Das erste Spiel konnten wir ja mit 6:5 gewinnen. Und ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie es hier jetzt weitergeht. War auf jeden Fall eine löchrige Angelegenheit von meiner Abwehr in der ersten Hälfte. Hier geht sofort los und da, so sieht unser Viertelfinalgegner aus. Neymar in Form, Iniesta, Timo Villar, Müller in Form, Felipe Luis, Ramos und Godin in Form. Da hat er noch Lewandowski, Thiago, Nzonzi, Carvajal und Moya. Ein Tor, 90er Gesamtwertung und 100er Chemie, also ein 190er Draft. Richtig, richtig heftig. Und wir springen gleich in die erste Aktion. Gabi verliert den Ball, Lewandowski dann auf Müller, der auf Lewandowski in Sonzi und dann eine ganz, ganz schlechte Abwehrleistung von mir. 10. Minute 1:0 für unseren Gegner. War bis dahin auf jeden Fall verdient. Ganz dummer Abwehrfehler, nutzt er auch aus. Dann Andres Iniesta auf Neymar. Neymar auf den Sonzi, schöner Lupferball oder besser gesagt hoher Ball in den Lauf. Neymar geht außen durch, Sanja kann da nichts machen. Er flankt rein, Felipe Luis hat den eigentlich geklärt. Iniesta schießt Volley, abgefälscht und der Ball an den Netz. Das war schon das erste lächerliche Tor und das mich auch aufgeregt hat. Felipe Luis genau zu Iniesta, der schießt, ich glaube, Otamendi an. Und dann steht es hier 2:0. Dann 21. Minute, Ribéry mit einer guten Chance. Moya kann parieren. Hier ist nichts weiter passiert. Dann 28. Minute. Ronaldo auf Ribéry, Ribéry auf Robben, Robben auf Ronaldo. Der geht seitlich durch. Ronaldo low driven shot in die lange Ecke. 30. Minute, wir waren wieder dran. Bis dahin auf jeden Fall dann ein sehr, sehr verdienter Anschlusstreffer. Dann direkt nach dem Anschluss, Neymar verliert den Ball. Rigoni, Ronaldo, dann holt sich Neymar den Ball wieder und wieder und wieder. Dreimal. Ronaldo schon ziemlich unrealistisch. Dann nochmal Neymar, Chipball. Was macht Otamendi da? Zweimal Otamendi. Das nächste Glückstor. 33. Minute. Absolut lächerliches Tor. Ich weiß nicht, was Otamendi da macht. Ziemlich lächerlich. Dann 45. Minute. Rigoni durch auf Robben. Der hat riesen viel Platz. Spielt wieder auf Rigoni. Er spielt Ramos in die Füße. Dann nochmal Robben und Ronaldo Volley an den Pfosten. Ja, was kann man da noch machen? Auf jeden Fall lächerlich. Dann Ribéry auf Ronaldo schon in der zweiten Hälfte. 56. Minute. Nochmal ein Low-Driven-Shot. Ziemlich genau das gleiche in der 56. Minute. 2:3, wir sind wieder dran und wir waren das ganz klar bessere Team bis dahin. Dann gibt es einen Freistoß. Robben kurz ausgeführt. Was heißt kurz ausgeführt? Dann aber Sanja, wir spielen hier sehr gut um den 16er rum. Viel Shielding mit L2. Ronaldo auf Rigoni, nochmal auf Ronaldo, der auf De Rossi. De Rossi auf Gabi. Gabi schießt, wird abgeblockt. Gabi zurück auf Felipe Luis. Moya kann nur nachschauen. 64. Minute, der komplett verdiente Ausgleich bis hierhin. Und dann kam wieder eine Szene, völlig passend zum Spiel. Iniesta spielt durch auf Hazard. Meine Spieler gucken nur zu. Einmal hier der Verteidiger, zweimal Otamendi. Wieder Otamendi und Hazard kann den einnetzen in der 65. Minute, genau nach dem Anschluss. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich konnte auch nichts machen. Also, was meine Verteidiger da machen, ihr habt es ja selbst gesehen, die geben den Ball einfach so her, das ist eine Frechheit. Dann nochmal eine gute Chance hier, Ronaldo über außen, macht einen schönen McGeady-Spin, spielt ihn hier nochmal rein und Schweinsteiger schießt Godin an. Nächste witzige Aktion. Dann eigentlich wieder Schweinsteiger Ball abgefangen, Coutinho auf Nzonzi, Nzonzi spielt durch auf Neymar, Neymar flankt rein. Verteidigt unser Verteidiger einfach schlecht, kann er vielleicht auch nichts machen bei Ronaldo, aber völlig unverdient ist auch noch 5:3, dann hat er dann mit Zeitspiel angefangen und dann war auch nichts mehr zu machen. Hier nochmal eine schöne Aktion, wie er dann gespielt hat, hier merkt er, dass er nicht mehr an den Ball kommt. Und Ramos macht die klassische El Clasico-Grätsche und sieht diesmal nur gelb dafür. Das Spiel war gelaufen, wir verlieren 5:3 gegen einen Spieler, der es absolut nicht verdient hat, gegen uns weiterzukommen. Die Statistik zeigt es auch ganz deutlich. Ja, ziemliches Scheißspiel, muss ich sagen. Hat null Bock gemacht. Das war so ein typisches FIFA-Spiel. Da hat man den AIDS einfach gemerkt. Naja, wir sind raus, holen einen Sieg. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei den Packs wieder. Bis gleich. Ja, sind wir bei den Packs angelangt. Ein Sieg. Wunderbar.
War unverdient, kann man nichts machen. Wir stehen jetzt 23 zu 3. Wir holen uns jetzt mal den Preis für einen Sieg ab. Der älteste Draft hat leider nicht lange durchgehalten. Wir werden auf jeden Fall können noch ein bisschen weiterkommen. Ja, mal wieder, man kennt es ja, das Pack hat sich nach ungefähr 2000 Jahren geöffnet. Wir kriegen hier wahrscheinlich 2 5K-Sets und irgendein Silber-Set oder sowas. Ich weiß es nicht, man sieht es ja nicht. Wir gucken uns jetzt mal im Shop an, was wir bekommen. Der Shop war ja eben nicht verfügbar, jetzt ist er verfügbar. Ein 5K-Set, ein 7,5K-Set und ein Silber-Spieler-Set. Machen wir das Silber-Spieler-Set zuerst auf. Da haben wir Hofmann drin. Aus der Scottish Premier League 2 Stück, die wir vielleicht verkaufen können. Belgisch, Japanisch, Pro League, MLS. Ja, 6 Spieler, die wir so verkaufen können. Den Rest mache ich mal erstmal in den Verein. Und dann gucken wir mal, was wir da später noch verkaufen. Wie gesagt, muss immer ein bisschen aufpassen auf der Transferliste mit dem Platz. Hier haben wir die 4, auf jeden Fall auf den Transfermarkt. Das alte Attribute-Training auch. Den Rest machen wir wieder in den Verein. Und dann haben wir noch ein 7,5K-Set. Da könnte vielleicht was Gutes drin sein. Mal sehen, wenn so ein... Ja, wenn vielleicht ein 81er, 82er drin ist. Die bringen immer was im Moment wegen der Challenge. Ja, 79 bringt uns leider nichts. Das machen wir trotzdem auf die Transferliste. Ja, jetzt habe ich den Verein gemacht, kein Problem. Ja, mittelmäßige Ausbeute, muss ich ehrlich sagen. Leider nur ein Sieg, bin ich sehr enttäuscht. Auch wie das letzte Spiel wieder gelaufen ist, das muss einfach nicht sein. Das war typisch FIFA. Hätte mein Gegner auf keinen Fall gewinnen dürfen. Naja, das war es leider schon. Nach einem Spiel in Episode 2 ist hier auch schon Schluss. In den Packs war nichts Besonderes drin. Überlegt euch auf jeden Fall, wie gesagt, eine Challenge für den nächsten Draft. Jetzt hatten wir ja den Ältesten. Denkt euch was aus, nach welchen Kriterien wir als nächstes Mal unseren Draft bauen. Das war's von mir. Haut rein, ich bin raus und ciao.